Es ist endgültig, es ist amtlich. Die FDP fliegt auch ganz eindrucksvoll aus Brandenburg, aus dem Landtag heraus. Nach Thüringen, nach Sachsen und auch in Brandenburg jetzt überall unter 5%. Keine Direktmandate, gar nichts. Und vor allem in Sachsen haben sie zum Beispiel nicht mal 1% geschafft, bekommen sie noch nicht mal die Wahlkosten zurück. Einmal mehr. Der wirkliche Super-GAU für die FDP, der mal wieder ganz klar uns allen vor Augen führt, diese Partei ist überflüssig geworden. Sie ist nur noch jetzt bis zum nächsten Jahr da, um der Ampel die Mehrheit im Bundestag zu garantieren und um vor allem am Ende des Tages ja die Posten zu besetzen. Aber was anderes macht die FDP nicht. Die Bürger stehen nicht mehr hinter dieser Partei und das hat die Wahl nochmal eindrucksvoll gezeigt, dass diese Partei wirklich endgültig fertig hat und sind noch nicht mal mehr 5% der Bürger wählen.